So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video mit TWS. Heute mal auf der Mariazellerbahn. Starten wir das Ganze mal. Genau, wir sind auf der Mariazellerbahn unterwegs heute. Ich würde sagen, ich starte einfach mal den Zug. Ich werde ein bisschen erklären, was ich auch noch so tue, weil es ein paar Fragen gab, wie man die Züge in Betrieb nimmt und fährt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich rede einfach mal ein bisschen mit. Ich mache mal die Batterie an mit T. Führerstand aktiviert. Dann drehen wir noch die Lampen auf mit L und den Richtungsschalter mit W. Und die Stromabnehmer sind bei dem Fahrzeug standardmäßig oben. Wir müssen nur den Schlummermodus mit H deaktivieren. Schlummermodus deaktiviert. Deusi. Dann haben wir mit N und M verschiedene Hörner. Leertaste beide. Klimaanlage aktiviert. Klimaanlage V. 24 Grad Celsius, es ist sonnig. Die Höchsttemperatur beträgt 24 Grad Celsius, die Tiefstemperatur beträgt 14 Grad Celsius, die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 23 km pro Stunde in Fahrtrichtung. Schönes Wetter. Schönes Wetter. Genau, auf Q haben wir die Siefe. 4300 Meter voraus, Anna Berg, Bedarfszeit. Ja, Anna Berg ist das nächste. 66.987 Meter, Gösing. Genau, wir stehen aktuell in Gösing. Das heißt, hinter uns ist gerade der Gösing-Tunnel. Durch den ist der Zug schon durchgefahren. Wir fahren einen Wanderzug. 14.43 Uhr, 19. 14.44 Uhr, 0. Den 6833. Ich registriere mich mal beim Funk. GSM-Dialog, Zugnummer lesen, Textfeld. 6833. Signal pro Textfeld. 6, 8, 3, 8, 2, 4. Info, Anmeldung, Schalter. Anmeldung, Erfolg. Genau, da steht alles in der Anleitung. Den Funk kann ich jetzt nicht beschreiben, da habe ich nicht genug Zeit für. 14.43 Uhr, 38. 14.44 Uhr, 0. So. 0, 3, 0. Basis will niemand mehr rein. AFG aktiviert. 14.43 Uhr, 56. Fahranfrage. Fahranfrage gestellt. Mit der 7. Fahrerlaubnis bis Wienerburg, Josefsberg in 5890 Metern. Bis Wienerburg. 14 Uhr, 44, nett. 9. Also zwei Stationen. 10 km pro Stunde, 10 km pro Stunde. 15 km pro Stunde, 20 km pro Stunde. 30 km pro Stunde, 20 km pro Stunde, 25 km pro Stunde. Den Zug fahre ich mit Tempomat, also automatische Fahr- und Bremssteuerung, die stelle ich mit C und Y ein. Herzlich willkommen in der Himmelstreppe auf der Fahrt nach Mariazell. Welcome aboard your ride to Mariazell. Und genau, ich muss dem halt trotzdem noch sagen, mit wie viel Zugkraft er arbeiten darf. Das habe ich halt mit A und D gemacht, wie sonst auch beim Fahren. Genau, die Mariazellerbahn, für alle, die es nicht wissen, ist eine Schmalspurbahn, eine elektrifizierte Schmalspurbahn im Osten Österreichs. Sie führt von St. Pölten, es ist die Landeshauptstadt von Niederösterreich, nach Mariazell in der Obersteiermark. Wir sind aktuell noch in Niederösterreich unterwegs. Die Mariazellerbahn hat kurz vor Gösing ihren Scheitelpunkt bei 896 Metern Seehöhe. Genau, und ab jetzt geht's bergab, bis auf einzelne Abschnitte, wo wir wieder bergauf fahren. Genau, wir haben ein bisschen Fahrt vor uns. Jetzt kommt eben Annaberg, dann Wienerbruck, Erlaufklause, Mitterbach und dann Mariazell, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Aber ja doch, ich glaube, das ist so. Das sind alles Bedarfshalte, bis auf Mariazell und in Wienerbruck müssen wir stehen bleiben, weil da müssen wir den Zug kreuzen lassen, den anderen. Also, da bleibt uns weniger anderes übrig. 14 Uhr 45, 58. Ja doch, ja doch. 14 Uhr 51, in Wienerburg müssen wir stehen bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. 42. Müssen wir schauen. Man darf natürlich auch bei einem Bedarfshalt, wenn niemand aussteigen will, nicht weiterfahren, wenn man zu früh dran ist. Jetzt sind wir auf einer Brücke, fahren über den Gösingraben drüber. Man hört das Wasser unter uns. Der Ameiskugeltunnel, man kennt ihn. Ne, den kennt niemand eigentlich. Egal. Wir fahren hier einen sehr modernen Triebwagen.
von Stadler Rail, ein Schweizer Unternehmen. Gebaut von 2012 bis 2013, also sind gerade 11 Jahre alt. Es handelt sich dabei um die sogenannten Himmelstreppen. Mariazell ist ja ein Wallfahrtsort, deswegen, you know, Himmelstreppe. Genau, sind 51 Meter lang, 1200 kW Leistung, 75 Tonnen schwer. Höchstgeschwindigkeit von 80, auch wenn wir die jetzt nicht mehr fahren, die fährt man nur im Gösingtunnel und auf zwei Abschnitten unten bei Obergrafendorf an der Talstrecke. Kommen wir heute bei beiden nicht vorbei, wir fahren ja nur nach Mariazell jetzt auf der Bergstrecke eben. Das höchste, was wir hier fahren, sind glaube ich 55. Also ja. Der ORF hatte mal eine Doku über die Mariazellerbahn mit einem sehr treffenden Titel: Die Entdeckung der Langsamkeit. Und es ist so. Ich gehe mal kurz raus mit der linken Pfeiltaste und mit der rechten Pfeiltaste stelle ich mich vor den Zug. Genau, das war der Zug beim Vorbeifahren. So, wir haben noch knappe 1250 Meter bis zum nächsten Halt, Annaberg. Der nächste Viadukt. Ging das noch, oder? Ja, der war so kurz, das hat er gerne dann gesagt. Jo, das gibt's auch. Ja, es geht sich aber gut aus für 700 Meter, 1,5 Minuten. Es sollte passen. Es sollte passen. Hoffe ich mal. Ich will nicht zu spät kommen. Der Saugrabenviadukt. Es gibt hier sehr viele Tiere. Es gibt einen Saugrabenviadukt, einen Kuhgrabenviadukt, eine Eselgrabenbrücke. So, jetzt darf ich gleich bremsen. 200 Meter noch. Ich sehe die Meter und so alle hier im Statusmonitor, deshalb schaue ich nie nach. Es ist sehr angenehm, über den Statusmonitor zu fahren. Annaberg Reit, Bedarfshaltestelle, Ausstieg in Fahrtrichtung links, Request Stop, Exit in Travel Direction on the left. Ah, Annaberg Reit heißt sogar aktuell wieder. Ja, diese Station hat in den letzten 10 Jahren dreimal den Namen gewechselt. 0 Kilometer pro Stunde. 0. Türen geöffnet. Türen geschlossen. Wir dürfen weiterfahren. 5 Kilometer pro Stunde. 15 Kilometer pro Stunde. 25 Kilometer pro Stunde. 40 Kilometer pro Stunde. 16. Genau, die nächste Station, da kommt dann davor die Fahrwegende-Mitteilung, das heißt, wir müssen wahrscheinlich ohnehin stehen bleiben. Wann dürfen wir da überhaupt weiter? Um 57, okay, also wir haben keine Zugkreuzung, das ist gut zu wissen. Wo haben wir denn die dann? Ah, wahrscheinlich in Meterbach. Na, werden wir sehen.
In Wiener Brücke ist jedenfalls keine Zugkürzung. Das heißt, sofern wir halbwegs pünktlich sind und eine Fahrerlaubnis kriegen, dürfen wir weiterfahren. Aber die Fahrerlaubnis werden wir so früh nicht bekommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Beziehungsweise, na oh ja, wahrscheinlich schon. Aber ich werde sowieso stehen bleiben müssen, weil wir so früh dran sind. 59, ja. 57, 0. Wir haben nämlich noch 5 Minuten für etwas über 1 Kilometer. Also von dem her bleibe ich sowieso stehen. Und das heißt, ich kann auch einfach im Stand dann die Fahrerlaubnis antworten, weil wir haben eh Zeit. 105. Die Lassingbrücke. Rechts ist der Stausee fürs Kraftwerk Wienerbruck. Das Kraftwerk Wienerbruck wurde in den frühen 1900er Jahren zwischen 1907 und 1910 für die Elektrifizierung der Mariazellerbahn gebaut, die 1911 vollständig in Betrieb genommen wurde, gemeinsam mit den ersten Lokomotiven der Baureihe E, die es in TWS auch gibt für alle Interessierten. Uraltmaschinen, waren 102 Jahre im Plandienst, über 102 Jahre. Wurden nämlich im Mai 1911 den Plandienst übergeben und Ende Oktober 2013 aus dem Plandienst abgezogen, weil dann die Himmelstreppen ausgeliefert wurden und sie die E's nicht mehr gebraucht haben. Genau, das war jetzt die Mitteilung, dass das Fahrweg Ende kommt. 35 km pro Stunde, 25 km pro Stunde, 32. Bremst mal schon mal ein bisschen. 25. Müsste nicht so schnell reinfahren, wenn wir eh Zeit haben. So, ich stehe mal vorne am Bahnsteig und warte da auf meinen Zug. 27. Links hört man das Horn. Wienerbruck Josefsberg, Bedarfshaltestelle, Ausstieg in Fahrtrichtung links, Request Stop, Exit in Travel Direction on the left. 5 km pro Stunde. 5. Nur Kilometer pro Stunde. 0. Türen öffnen. Innen. 14:54, 4. Fahranfrage gestellt. Dann holen wir uns mal die Fahranfrage ein. Eben, und wir hätten nicht mal einen Haltewunsch gehabt, nämlich, aber wir müssen stehen bleiben, weil wir viel zu früh dran sind. Und keine Fahrerlaubnis hatten, aber egal. Fahrerlaubnis bis Mitterbach am Erlaufsee in 7499 Metern. Bis Mitterbach am Erlaufsee. Passt. 2 Stationen. Nächstes Erlaufklause in 4374 Metern voraus. Erlaufklause, Bedarfszeit. Genau. Und dann kommt Mitterbach am Erlaufsee und danach kommt schon Mariazell. Also dazwischen gibt es noch ein paar Blockstellen, aber die ignorieren wir, die betreffen uns aktuell nicht, weil wir die Fahrerlaubnis eh bis Mitternacht bekommen haben und nicht bis zur Zelle dem ZLM dazwischen. Ich glaube, die ZLM hier wäre die Wasserlochhäuser. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Aber ich glaube. Ich kenne die Strecke prinzipiell recht gut. Ich bin da öfter mal unterwegs. Aktuell ist ja eine große Sperre nach den Unwetterschäden. Und jetzt vor allem ist die obligatorische Winter. Also Herbst, Gleisbauzeit. Da bauen sie einige Meter Gleis um und machen ein paar Bahnhöfe neu und so. Fahrleitungsmasten. Wenn das dann mal vorbei ist, dann soll in Mariazell auch der neue Bahnhof in Betrieb gehen mit barrierefreien Bahnsteigen und ich glaube 4 neuen Gleisen oder so. Der Bahnhof war nämlich eh. Ich fand's okay, aber wenn du als Rollifahrerin oder mit Kinderwagen unterwegs bist, kannst du es vergessen. Ja, es waren halt Schotterbahnsteige und du hattest in den Zug eine 35 cm Stufe und das, obwohl die Himmelstreppen schon so tief sind. Also, ja. Da sollen jetzt, soweit ich weiß, barrierefreie Bahnsteige entstehen. Okay, es sind alle drin. 30 Sekunden haben wir noch. Ja, schließ mir die Tür schon mal. Genau, jedenfalls da entsteht ein neuer Bahnsteig, also Bahnhof. Und ja,
Das ist halt ein bisschen schwierig, weil das alte Bahnhofsgebäude ist, soweit ich weiß, denkmalgeschützt. Kriegt eine neue Heizung, aber du kannst natürlich nur bedingt was an dem denkmalgeschützten Gebäude ändern. Aber die Bahnsteige können sie neu machen, da bin ich auch sehr froh. Die Linienbushaltestelle soll wohl auch verbessert werden. Genau, bin ich schon gespannt, werde ich im Winter auf jeden Fall mal hinfahren. Da sind nämlich bei mir dann auch die Uni-Prüfungen vorbei für die Zeit. Und da werde ich dann mal hinfahren und mir das anschauen, was sie da so angestellt haben. Ob das auch gut ist. Geschwindigkeitsänderung auf 50 km/h in 4368 Metern Kurs. Genau, hinter Erlaufklausel dürfen wir dann auf den 50er beschleunigen. 39. Ja, ich bin gespannt, ob es die Langsamfahrstelle auf der Eselgrabenbrücke dann noch gibt, wenn ich das nächste Mal hinfahre. Schauen wir mal. Ich glaube nicht. Ja, werden wir sehen. Genau, hier fahren wir jetzt wieder ein Stück bergauf, beziehungsweise mehr oder weniger eben dahin. Merkt man eh, die AfB beschleunigt den Zug immer wieder, anstatt ihn abzubremsen. Vorher hat sie ihn immer abgebremst beim Bergabfahren. Genau. Hier war eben früher das Kraftwerk in der Nähe für die Stromversorgung. Das Kraftwerk gibt es immer noch, aber es übernimmt nicht mehr die Versorgung der Bahn, sondern speist nur noch ins Netz der EVN. Das ist die Energieversorgung Niederösterreich. Genau. Die Bahn bezieht den Strom jetzt von anderen Kraftwerken und Umspannwerken und so. 39. Lassingbach. Ja, wieder der Lassingbach. Ja, man fährt hier, gerade bei Wiener Bruck, da fährt man eine recht langgezogene Kurve. Ich glaube, in Summe sind es fast 180 Grad. Weil die Strecke halt an Höhe verlieren muss, Richtung Mariazell. Und man fährt auch eine ganz schöne Zeit lang eben auf der Brücke. Und wenn du in Wiener Bruck stehst, dann siehst du auf der An- und Talseite die Himmelstreppe, wenn es dir entgegenkommt. Und ganz steil, wenn du mit dem Ötscherbär fährst, also mit dem Nostalgiezug, dann hast du in Wiener Bruck Zugkreuzung. Und üblicherweise bist du mit dem Ötscherbär so früh dran, dass die Himmelstreppe halt auf der anderen Seeseite ist, wenn du sie das erste Mal siehst. Es ist ganz interessant. Man hört sie teilweise auch, wenn sie halt den da machen. Ah na, Rheingraben ist hier. Genau, ZLM Rheingraben. Wasserlochhäuser war vorher nach Gösing. Jo, genau. 39. Stimmt. Genau, es gibt jetzt Pläne für einen Halbstundentakt werktags zum Mittag zwischen St. Pölten und Kirchberg an der Pilach. Also ungefähr die Hälfte der Talstrecke, Hälfte bis zwei Drittel von der Distanz her, ist recht ambitioniert. Sie haben nämlich nur 9 Triebwagen. Beim Halbstundentakt brauchen Sie diese 9 Triebwagen alle. Zumindest wenn Sie Doppeltraktion führen wollen. Wenn Sie das nicht wollen, kommen Sie mit 8 oder 7 aus. Ja, wenn schon. Also am Morgen brauchen sie alle für den Schülerverkehr. Deswegen, ja. Lassing-Kienbach-Brücke. Ja, es wird schon passen. Lassing-Kienbach-Brücke, genau. 38. Ja, man hört eben immer das Wasser unter den Brücken. Das ist nur bei der Strecke so bisher in TWS. Da habe ich mir das nämlich angetan, weil ich die originale Geräuschkulisse ein bisschen kenne. Bei den anderen habe ich das noch nicht gemacht. Ja, das ist jetzt der Kienbach-Tunnel, da wechseln wir Tal. Mehr oder weniger. Also wir bleiben im Erlauftal, aber... Es wären halt hier ein paar kleinere Zuflüsse zur Erlauf und deren Täler werden gequert und so. Und daher kommen auch die ganzen kleinen Brücken. Sind alle nur so 30, 40 Meter lang in den meisten Fällen, aber es sind halt einfach viele. sollen wir dort sein. Okay. 3,5 Minuten. Es geht sich aus 1500 Meter, 3,5 Minuten. Ja, das passt.
42. Erlaubt den Wachrücken. 38. 4 Wachtausbrücken. 40. Eben, sehr viele Brücken, aber alle recht kurz, wie man hört. Ja, jetzt sind wir im Wald. 39. Fenster geöffnet. 38. 40. 39. 38. So, wir sind gleich am nächsten Halt bei der Airlaufklause. Ja, und wir haben halt was bekommen. Das war doch eh klar. Ja, jetzt unterqueren wir die Zinken. Das war jetzt der kleine Zinkentunnel. Jetzt kommt der große. Es sind auch zwei Bergkämme. 38. Genau, und jetzt sind wir gleich bei Airlaufklause. 300 noch. Ja, davor kommt noch der Tunnel hier, genau. Der ist zum Beispiel auch nur knapp 130 Meter lang. Jetzt kommt die Station gleich. 35 Kilometer pro Stunde. 30 Kilometer pro Stunde. Bedarfshaltestelle. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Request Stop. Exit in Travel Direction on the left. 5 Kilometer pro Stunde. 5. 0 Kilometer pro Stunde. 0. Türen geöffnet. 15:04:06. 15:05:00. 06. Ja, wir hätten sowieso stehen bleiben müssen für eine Minute. Fahrerlaubnis bis Mitternacht am Erlaubsee in 3124 Metern. Genau, das ist hier die nächste Station. Bis dahin haben wir Fahrerlaubnis, das passt. 15:04:25. Türen geschlossen. Genau, es sind schon alle Leute drin, deshalb habe ich die Türen zugemacht, damit wir da schneller weg können. Wenn es soweit ist. Kilometer pro Stunde, 10 Kilometer pro Stunde, 20 Kilometer pro Stunde, 25 Kilometer pro Stunde, 35 Kilometer pro Stunde, 40 Kilometer pro Stunde. So, jetzt dürfen wir gleich 50 fahren. 32. Wenn ich mich richtig erinnere. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 50 Kilometer. Ja, genau. Warten wir noch, bis der ganze Zug über den Marker drüber ist. Jetzt. 40 Kilometer pro Stunde, 50 Kilometer pro Stunde. Da habe ich jetzt mitgerechnet einfach. Zuglängenmesser hat das Teil nicht. Also doch, im Original glaube ich schon, aber hier nicht. Die nächste Brücke, ja, ja, genau. Und wir fahren wieder bergab. Geschwindigkeitsänderung auf 45 km pro Stunde in 2485 Metern voraus. Genau, der 50er hier ist jetzt das höchste der Gefühle. Bis Maria zählt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km pro Stunde in 2000 Metern voraus. Genau, die kommen jetzt öfter, bis wir halt dort sind. Ich ignoriere sie einfach so weit. Ich muss dann halt rechtzeitig die 5 km/h runterbremsen, aber es ist prinzipiell kein großes Ding. Es geht sich nicht aus, dass ich einfach erst beim Bremsen für die Station
anhalte, dafür kommt das gerade ein bisschen zu früh. Ja, genau, bei Mitterbaches Zugkreuzung mit der entgegenkommenden Himmelstreppe. Von der Uhrzeit her, die ist nämlich um 5 nach in Matze abgefahren. Müsste dann um 11 nach in Mitterbach sein, genauso wie wir. Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km pro Stunde in 1400 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km pro Stunde in 1200 Metern voraus. 51. Ursprünglich ging die Strecke hinter Mariazell ja noch weiter. Für ungefähr 7 Kilometer. Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km pro Stunde in 1000 Metern voraus. Bis ins steirische Gusswerk. Der Streckenabschnitt wurde aber in den 1980ern schon stillgelegt und abgetragen. 50. Also, er ist schon lang aus, dass da was gefahren ist. Der war aber auch elektrifiziert tatsächlich. Also, sie haben den auf die gleichen Standards gebracht wie die Bahn bis Mariazell, auch wenn da, soweit ich weiß, nie so viel Verkehr war wie weiter oben. Logischerweise. Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km pro Stunde in 600 Metern voraus. Ja, Haltewunsch, passt eh gut, müssen hier stehen bleiben. 50. Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km pro Stunde in 400 Metern voraus. 51. Fahrweg Ende. Ja, ich weiß. 52. Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Genau, ich habe gerade schon abgebremst. Bedarfshaltestelle, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Request Stop. Exit in Travel Direction on the right. Genau, wie er gesagt hat, oder sie. Hier direkt daneben ist die Gemeindealpe. Recht bekannter Berg in der Gegend. Wird eben auch angesagt, weil es halt ein Ausflugsziel ist. 4 Leute nur. Ja, das passt zum Wanderzug. So, jetzt stehen wir hier. Fast 3 Minuten. Schicken wir die mal ab, schauen wir, ob wir es kriegen. AFD deaktiviert. Bremse angelegt. Ja, interesting. Dürfte mir eine Fahranfrage bis zum vorherigen Bahnhof gegeben haben, warum auch immer er so blöd war. Das ist ein Bug. Hä, warum kriege ich keine Fahranfrage? Oder Fahrerlaubnis vielmehr? Fahranfrage gestellt. Fahranfrage bereits gesendet. Die Bremse ist bereits gelöst. Okay, das ist ein Bug. Im Worst Case fahren wir einfach da drüber und tun so, als wären wir mit einem schriftlichen Befehl unterwegs. Wenn ich sie beim nächsten Versuch auch nicht bekomme. Fahranfrage gestellt. Außen. Na, ich krieg die nicht. Fahranfrage gestellt. 15:10, 52, 15:12, 0. Ist wie es ist. In einer Minute geht's weiter, bis dahin probiere ich's und wenn ich keine krieg, dann fahren wir mit schriftlichen Befehl. Fahranfrage gestellt. Ich meine, ich habe sie prinzipiell, aber er sagt mir nicht bis wo. Weil ich vermute mal bis Mariazell, weil es gibt keine Zugleit- und Meldestelle mehr dazwischen. Es gibt nur noch halt Strecke. Deswegen, ich würde sagen, wir fahren dann einfach los, wenn es soweit ist. Und dann schauen wir, wie weit er uns fahren lässt und ob er unsere Zwangs reinhaut oder nicht. Ich hoffe mal nicht.
Es ist einer dieser Bugs, da dachte ich eigentlich, ich hätte den schon längst behoben. Den habe ich mir nämlich schon mal angesehen. Das weiß ich. Aber ja, der kam gerade offensichtlich wieder. 15:55 Uhr. 5 Kilometer pro Stunde. 5. 10 Kilometer pro Stunde. 10. Ich fahre nur gerade langsamer, aber nein, ich glaube, wir kriegen keine Zwangse. 15 Kilometer pro Stunde, 25 Kilometer pro Stunde, 30 Kilometer pro Stunde, 40 Kilometer pro Stunde, 45 Kilometer pro Stunde, 27. Ja. 35. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 55 Kilometer pro Stunde. 42. Hey, 55 sogar, nett! 55. Hä? Fenster geschlossen. Fenster geöffnet. 56. 50 Kilometer pro Stunde, 45 Kilometer pro Stunde. 8 Grad gestellt. 45. Ich kann die Siefer nicht bestätigen. What the heck? 5 Kilometer pro Stunde, 5 Kilometer pro Stunde, 0 Kilometer pro Stunde, 37. 29. 21. 13. 5. 0. Die Bremse ist bereits gelöst. 5 Kilometer pro Stunde, 30 Kilometer pro Stunde, 35 Kilometer pro Stunde, 55 Kilometer pro Stunde. Das war auch ein Bug. 24. Hä, ich kann sie schon wieder nicht bestätigen. Was ist das? 0 Kilometer pro Stunde. Fahrradfahrt gestellt. 16. 8. 0. Die Bremse ist bereits gelöst. Die Bremse ist bereits gelöst. AFB deaktiviert. 8. 5 Kilometer pro Stunde. 35 Kilometer pro Stunde. 0. AFB aktiviert. 40 Kilometer pro Stunde. 60 Kilometer pro Stunde. 40 Kilometer pro Stunde. 50 Kilometer pro Stunde. 55 Kilometer pro Stunde. 8. 16. 24. Fahrrad abgestellt. 32. Sehr interessant. 50 Kilometer pro Stunde. 48. 45 Kilometer pro Stunde. 55 Kilometer pro Stunde. 50. 55 Kilometer pro Stunde. 55. Schauen wir, ob es jetzt geht. 3038 Metern voraus. Maria Zell, Bedarfszeit. 56. 15:14, 14. 15:19, 0. Keine Geschwindigkeitsänderungen auf die nächsten 100 Kilometer voraus. 57. Ja, wie gesagt, das ist ein Bug. Ich habe keine Ahnung, wo der liegen soll. Muss ich mir aber auf jeden Fall anschauen. 55. Also ich hatte den früher mal, aber ich habe ihn dann zwischen auch schon weggehabt. Also keine Ahnung, aber es sieht ganz so aus, als käme jetzt die Siefer einfach gar nicht mehr. Oder doch? Ernsthaft? Ich krieg diese Siefer nicht weg. 32, Schema-Modus aktiviert. 24. 16. Du musst anhalten, um den Richtungswender zu anlegen. 0. Neutral. Vor. Die Bremse ist bereits gelöst. Schema-Modus aktiviert. AFB deaktiviert. 0. Okay, ja. Sorry, Leute. Ich werde diese Fahrt leider nicht vollenden können, weil sich TWS aufhängt. Klimaanlage deaktiviert. Es meint mich komplett nerven zu müssen. Die Bremse ist bereits angezogen. Die Bremse ist bereits angezogen. Jo. Die Bremse ist bereits angezogen. Interesting. Naja, jedenfalls, ich hoffe, euch hat die Fahrt bis hierher gefallen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen und mit dem nächsten Update wird das hoffentlich behoben. Genau. Ansonsten viel Spaß euch noch beim Anschauen weiterer Videos auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte gerne mit euren Freunden und Bekannten teilen und den Kanal abonnieren. Und ich hoffe, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Genau. Ansonsten, bis dann. Die Bremse ist bereits angezogen.